Alrighty, gucken wir noch mal, was der gute Jansky produziert hat die letzten zwei Wochen. Der Titel des heutigen Videos ist die Negativserie. Oh, oh, okay, 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 die Negativserie. Oh, wenn ich das Fahrzeug sehe, aha. Moin Leute, Titus hier und willkommen zu diesem Video. Oh, Titus! Ey, Titus ist auch... Stellt euch mal Folgendes vor. Also, wenn wir von Titus reden. Also, ich bin ja 1,87, ne? Also, ich bin ja nun wirklich schon nicht so klein, okay? Und ich dachte immer so, Mann, du bist ja eigentlich schon ein richtiger Banger. Du bist ja ein Riesentyp, ne? Und dann habe ich Titus getroffen, vor, ich glaube, 3 Jahren auf der Sim Racing Expo. Und die Konversation war ungefähr so... Hi Titus, na, was machen Sachen, Alter? Cool, dich endlich mal kennenzulernen. Wie läuft's eigentlich so? Und Titus immer, hey, hi, na, Dizzy, was geht denn da unten? Ist Sauerstoff eigentlich geil? Weil bei mir hier oben ist super frisch, alles gefiltert und gar nicht weggeatmet. Nee, cool, Titus, freut mich sehr. Nice Typ, ey. Das war die erste Begegnung mit Titus damals. Spitzentyp, Titus auch ganz netter. Titus, grüß dich. In der heutigen Folge, Sascha trinkt... Gumball und Noah essen. Oh, den Stream habe ich verpasst. Das war, glaube ich, ein absoluter Banger, den Team Nitro da an Stissel gebracht hat. Ich finde es übrigens sehr schön, Moment. Gumball und ich finde es übrigens sehr schön, dass wir Noah und Noah haben. Wir haben Little Noah und Big Noah. Ich habe das bei Mavix in der Instagram-Story gesehen. Ich mache jetzt einen auf Noah Eder und ich gucke so, weil ich verfolge von den beiden die Instagram-Stories sehr aktiv, weil sie da ja zwischendurch was posten. Und dann postet er denselben Tag Noah auch noch was und ich denke mir so, nee, das sind ja, Alter, beide Brille auf, beide Harry Potter-Brille, jetzt noch die, die kann ich doch gar nicht mehr auseinanderhalten. Ich weiß nicht mehr, also von der Haarpracht her kaum zu unterscheiden. Also ich glaube, wenn wir ein Foto machen und wir sehen nur das hier, also das finden nur eingefleischte Fans raus, wer Noah heißt und wer Mavix ist. Also ich weiß nicht, ob das so diese Verschmelzung ist zwischen Teammates mittlerweile, dass die eins werden. Wir sind eine Materie. Mal gucken. Und Noah essen. Und ich sitze rum. Titus einfach, guck dir das mal an. Titus sitzt in einem normalen Stuhl. Wisst ihr, so Leute, die sehen normalerweise so, oben kommt noch die Lehne raus, weißt du, und dann... Siehst du noch so ein bisschen was vom Stuhl, Titus? So, holt mal Bier. Der Stuhl ist weg. Geile Racing-Schuhe übrigens. Im gestrigen Video war Blätten nicht dabei. Blätten, mein Freund, was hast du denn für uns vorbereitet? Und das Schöne ist, wir sind auf Monza. Es kann nur gut werden. Okay. Car on the left. Gear on the left. Runde 1, ne? Ja, tatsächlich, es war der Start. Spitzenmäßig auf Monza ist Fellas. Boah, das sieht jetzt schon wild aus. Wie ist das denn jetzt passiert? Nee, es ist nicht die Frage, wie ist das passiert, sondern die Frage wäre gewesen, warum habe ich mich überhaupt qualifiziert? Das ist die richtige Frage auf Monza. Die richtige Frage wäre, warum habe ich mich qualifiziert für Monza? Warum habe ich diese Woche eigentlich nicht geskippt und was anderes gemacht? Zum Beispiel Halma gespielt oder Mahjong oder irgendwas in die Richtung. Oder Schach. Ist das denn jetzt passiert? Ich glaube, das hat sich erledigt. Hallo! Hallo! Toll, Blätten! Einfach gegengehalten, der hat sich von alleine entsorgt, was soll denn das, ey? Scheiß Raudi, Junge. Das sind wieder die TC2-Fahrer, weißt du, mit dem McLaren. Der ist tot! Ist er dumm? Junge. Alter, Monza ist so geil, Junge. Die Monsterwochen sind eigentlich überall in jeder Sim einfach nur die Krönung. Komplett entsorgt, Alter, auf der Geraden. Er lenkt halt zu mir ein. Warte, das gehen wir kurz prüfen. Da müssen wir kurz Jutke Dizzy machen. Der ist tot. Ist er dumm? Wir werden das nicht weiter analysieren. Junge, er lenkt halt zu mir ein.
Bagger da warme. Das waren solche Taucherbrillen, Alter. Da wurde, glaube ich, erst ab dem 50-Meter-Schild gebremst. Alter. Guck dir das an. Bagger da wurde aber so spät gebremst. Oh, Alter, Monster. Auf Monster ist immer Verlass. Und dann gibt es immer noch Menschen, die unter die YouTube-Videos schreiben, Mann, Dizzy, ich weiß gar nicht, was du gegen Monster hast. So schlimm ist das doch gar nicht in Turn 1. Wirklich nicht? Wie in den Rookies, Alter. Fährt man hier. Car left. Clear left. Left side. Clear left. On your left. Oh Mann, ich fahr so vorsichtig, weißt du? Und dann wirst du abgeräumt, Herr. Ich bin komplett tot. Ja. Ich glaube, man müsste Spielberg Turn 1 müsste man eigentlich auch noch mitnehmen, oder? Irgendeiner hat einer komplett gekegelt. Ja, ich bin tot. Also ich weiß nicht, was die Leute machen, Alter. Wie kann man denn so benagelt sein, Mann? Ja. Grüß mich bitte. Will der rejoin? T10! Ja gut, es ist T1 und 2. T1 und 2 sind ja so. Überwegs, stop then! Was? Ich hab schon weißen Motor. Jungs, ich hab Disconnect! Es sind ungefähr 10 Minuten, Noah. Bis wir losfahren, Einführungsrunde, sind es unter 10 Minuten, bis es regnet. Oh, oh, haben wir schon wieder... Oh, no. Dieser gelbe Sticker. Aber davon lassen wir uns jetzt nicht ablenken. Ich bin auf Regen greifen, Leute. Ich weiß nicht, ob das der schlechteste Call aller Zeiten war, aber es ist egal. Ist es diesmal schlechter? Leute, das könnte interessant werden, um es vorsichtig zu sagen. One eternity later. Ich lasse den Bloody gleich mal durch hier. Ausregnet? Jetzt kommt unsere Zeit, Leute. Ich weiß ja nicht, was Slicksfahrer hier fahren. Hab ich gedreht. Oh, Mabik! Scheiße. Ja, aber ich wollte weg von der scheiß Ideallinie, Mann. Ich stand genau auf der Ideallinie und ich wollte einfach... Ja, nee. Also, das war auf jeden Fall lost. Oh, ich hab eine DT bekommen. Was ist das? Ach, nee. Guck mal, das Auto... Ich bin komplett am Rutschen gewesen in der letzten Kurve. Boah, nice catch. Also es ist hier, stimmt irgendwas vorne und hinten nicht. Mein Auto fährt wie ein Haufen Scheiße. Moin. Oh, noch gerettet. Hey. No. Ja. Nee, also ich habe alles gesehen. Ja. Ich... Nee, also das stimmt nicht. Nee. Ich bin hier vorhin immer so hergefahren. Irgendwas stimmt mit dem Auto nicht. Boah, ich hoffe nicht, bitte nicht. Boing. Ich hasse mein Leben. Oh lol, sogar zusammen mit Max gleichzeitig. Max. Ein Scheiß, ey. Und Barry haben dich rummacht und Castorino ist mir jetzt in ein paar Runden 5 Sekunden weggefahren. Digga, ich verbremse mich. Sorry. Och, Digga, sorry. Oh, Ente, come on! Ich hab DT, ja. Ach, Bro. Was fährst du für so viele Zeiten? Ach, Bonus 2-0-1. Oh, no. Ich fühle den Schmerz so sehr. Kommentiert? Oh. Ah, okay. Ja, also ich hab überhaupt nicht das Gefühl gehabt, dass ich auf Track war. Ach, Junge, also ich kann wirklich diese ganzen Rennen alle nicht mehr ernst nehmen. Was soll ich denn dazu sagen? Ehrlich, also es ist ja alles nur noch... Naja. Oh, nee. Oh, oh. Scheiße, das gibt eine Strafe. Der bleibt halt auch einfach stehen. Tut mir leid. Ja. Das ist so gemein, dass man das halt immer aus dem... Du musst es ja immer sehen, dass du es aus dem Kontext schneidest, ne? Naja. Ah, also hier an der Stelle, du bleibst halt einfach stehen. Naja gut, was soll er machen? Er muss ja auch um die Kurve, innen ist noch einer, also irgendwie muss er ja zum Stehen kommen. Aber das ist so ärgerlich, ne? Weil man während der Fahrt, kannst du das nicht einschätzen? Ja, dann sagt man solche Sachen.
Ich erinnere mich gerne an einen wunderschönen, also netten Moment von, ich weiß nicht genau, wer es war. Es war irgendwann mal ein Content Creator und der hat 38 Tage Pause gekriegt. Das war auch so eine Situation. Oh. Oh, nee. Scheiße, das gibt eine Strafe. Ja, bleibt halt auch einfach stehen. Tut mir leid. Nein, wir wollen in diesem Moment keinen Namen nennen. Ja. Ja. Nö, Entschuldigung, du bist im Weg. Wir müssen dich kurz räumen. Okay, was machst du heute? Das ist so krass, ne, wenn man sich jetzt mal, wenn wir uns das mal ansehen, wir schauen uns immer eine Compilation an, das sind 8 Minuten 40, ne? Gerade bei Krodonas, also Sascha, der hat ja wirklich extrem witzige Sachen, beziehungsweise komische Sachen wie sowas, relativ häufig, ne? Und wenn man das jetzt mal sieht, denkt man sich immer, Maga, der hat ja so viel Pech oder kann nicht fahren oder. Dabei fährt der so viele Rennen und das muss man immer in Relation setzen, dass der am Ende des Tages, das ist das so ein ganz kleiner Bruchteil von allen Rennen, die er fährt, wo solche Sachen passieren, wo man halt kurz mal einen schwachen Moment hatte. Oh no. Oh no. Und alle halten Scheiße. Rein. Scheiße! Da oder vorne geht die White. Der dreht sich links raus. Oh, oh Gott, was passiert hier? Und du kannst da kein wirklich die Schuld geben. Oh oh! Ja, Junge. Er fährt halt in mich rein. Oh. Mag, er muss los, Junge. Rein, ey. Oh. Oh mein Gott, ich muss los. Hallo? Ja. Ist denn die Hand drüber weg? Ich muss los. Okay, Dennis. Rewind, you're in the middle. Clear left. Oh, dafür hätte ich auf jeden Fall einen Kacke. Das war richtig gut. Das war richtig gut, Alter. Rewind, you're in the middle. Clear left. Und dafür hätte ich auch den Cut genommen. Hold your line. Ja. Oh no. Clear left. Engine off. Clear all around. Nein. Nope. Ah! On your left. Clear left. Ich glaube, da ist nicht jemand verbremst. Ich hoffe nur, dass ich ihm jetzt nicht beim Reinfahren in die Box... Honda, echt wild. Also in die Boxengasse. Das ist auch so ein richtiges Honda-Ding, ne? Das wäre hochgradig peinlich. Und es passiert. Ich glaube, währenddessen man solche Sachen ausspricht, will man, dass das passiert. So unterbewusst. Und dann passiert das einfach. Nun. Also ich glaube, er war ausreichend langsam, um jetzt keine DT zu kriegen. Schade. Ich meine, gut, haben wir Glück gehabt. Oh. Ach du Scheiße. Ja, wie passiert? Ach Gott. Das ist auch einfach die beste Reaktion. Erstmal schön carefully zischen. Oh no! Hin? Junge! Bist du komplett besoffen eigentlich, oder was? Ah, so. Channel. Hol Bier, heran. Wir saufen heute lieber für zwei. Okay, das war's. Gehen wir jetzt zur Frustsaufen über. Jetzt, wo ich betrunken bin, baue ich mich auch auf den Körbs anzubremsen. Oh, ich habe gerade richtiges Flashback. Es gab schon mal, ich glaube, da hatte Krodonas seine Prüfung bestanden und danach hat er sich einen reingeorgelt. Wie lange ist das Video noch? 7:12. Das könnte ein sehr stabiles Krodonas hat ein bisschen was getrunken Segment werden, weil das war beim letzten Mal auch schon nicht so schlecht. Mich ein bisschen mutiger. Oh. Nope. Ach, du Scheiße. Oh, das war ein kurzes Segment. Ja, weil der eine da... Was ist das denn jetzt? Weil der eine... Ja, moin, jetzt kann ich erstmal warten. Freunde!
Ein herzliches Willkommen zu dem wahrscheinlich legendärsten Livestream. Markus, sollen wir mal anderen auf? Oh, Sascha, Junge. Sascha, sei schon Max. Schon wieder Bizeps, mein Freund. Der geht pumpen. Da sind die Proteins sind drinne. Ich glaube auch, ich muss es jetzt so sagen, Max, Entschuldigung, aber lange nicht gewichst, wa? Scheint viel drin zu sein im Reservoir. Im Spectator, dass nicht 100... Ja, jetzt war kurz mal Pause, glaube ich. ...prozent angezeigt werden. Nee, doch nicht. Vorher. Nein. Entschuldigung. Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Im Reservoir, oh, wow. Edel. Guck mal jetzt. Alter, da waren wir im Kaufzeug, Leute. Habt ihr gesehen? Wir sind... ich 3, 4... Das finde ich, das ist wirklich cool. Also content-technisch, Daumen hoch, Team Nitro. 5, 6. Irgendwie entspannt für Fahrerwechsel machen, so, ne? So richtig entspannt. Oh ja, pass auf. Haben sie das Rennen nicht gewonnen, ja, ne? Tja, ja. Rentner-Style. Was ist hier gerade? Setup haben wir wieder. Standard-Setup, wir machen massiven Blick. Part. Wir uns doch die ganze Zeit aus, oder? In 10 Stunden. Absolut insane! Let's go! Nice. Das ist geil. Wo kam der denn her? Moin, moin, Leute. Das ist eine gute Frage. Finden wir es doch raus. Oh, okay, der war wirklich sehr lange im Blindspot. Fantastisches Video. Das hat mir sehr gut gefallen, Jansky. Wo kam der denn her? Ein fantastisches Video von Herrn Jansky. Jetzt haben wir noch ein Jansky-Video übrig, aber das heben wir uns, glaube ich, dann für morgen auf, würde ich sagen. Oder?